Also frag dich immer mal wieder, was brauchst du? Körper, was brauchst du? Seele, was brauchst du? Herz, was brauchst du? Und du wirst Antworten bekommen. Ein Impuls, eine Idee, ein Gedanke und folge dem dann eben auch. Okay? Und dann auch noch die Einladung dazu, tagsüber möglichst viel im Hier und im Jetzt zu sein. Beobachte auch da mal hingehen deine Gedanken, wie sehr du in der Vergangenheit schwelgst, also nicht im Hier und im Jetzt präsent bist, oder wie sehr du in der Zukunft schwelgst und dich mit ungelegten Eiern, um es mal so auszudrücken, beschäftigst. Die einzige Realität ist das Hier und das Jetzt. Dann wirst du dir selbst immer bewusster, immer mehr und mehr bewusster. Deine Einzigartigkeit, die darf sich dann mehr und mehr entfalten. Und Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Welt, der Tag heute ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir heute am 14. Februar. Heute beschäftigen wir uns natürlich mit dem Thema Selbstliebe. Mir ist da so ein Song gestern eingefallen. Ich entdecke hier noch meine musikalische Ader. Ich habe ein bisschen die ersten zwei Sätze ein bisschen umformuliert. Und zwar, hast du dir heute schon gesagt, dass du dich lieb hast? Hast du dir heute schon gesagt, wie schön du bist? Wie wäre es, das auf diese Art und Weise mal zu sehen? Heute am Valentinstag, dem Tag der Liebenden, da beschäftigen wir uns mal mit der Selbstliebe. Und das hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Ich habe gleich mal auch eine Frage an dich oder so zur Inspiration. Lausch mal in dich hinein und lass mal auf dich wirken, wie sehr du das Leben der anderen lebst. Wie sehr lebst du das Leben der anderen? Oder wie sehr willst du anderen gerecht werden? Wie sehr bist du im Funktionieren drin und fühlst dich gefangen in, ja, in einem goldenen Käfig oder im Hamsterrad? Und wenn du ganz ehrlich hier in dich hineinlaust, machst du ganz, ganz wenig von den Dingen, die dir wirklich am Herzen liegen. Und das sind alles Dinge, die uns letzten Endes Energie rauben, die uns antriebslos fühlen lassen, die uns ohnmächtig fühlen lassen, die eine tiefe Trauer auch in uns verbergen, weil wir uns einfach verbiegen und das Leben anderer leben, aber nicht das, was uns selbst entspricht. Und schau mal, wenn ich von dem Thema Selbstliebe spreche, wir wollen doch ein Energiespender für unseren Partner, für unsere Kinder sein, für unser Umfeld sein. Und wenn ich ein Energiespender sein möchte, dann bin ich auch dazu verpflichtet oder muss das ja auch, immer nur geben, 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 geht nicht, sondern ich bin dann auch dazu verpflichtet, meinen eigenen Energietank immer wieder regelmäßig aufzufüllen. Hallo, liebe Christine, wunderschönen guten Morgen, wunderschönen Valentinstag. Schön, dass du da bist. Ja, bei der Selbstliebe war ich, dass es nichts mit Egoismus zu tun hat. Wenn wir Energiespender sein wollen für andere und das wollen wir alle, dann müssen wir auch regelmäßig an uns selbst denken und uns selbst die wichtigste Person im Leben sein. Schau mal, du bist die einzige Person, die vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug immer dich begleitet. Du kannst auch nicht vor dir wegrennen, auch vor den Themen, die angeschaut werden wollen. Wir können nicht wegrennen, selbst wenn wir in einem Umfeld leben, wo wir uns nicht wohlfühlen und irgendwo sonst hinziehen. Wir nehmen uns selbst immer überall hin mit. Und mal noch zum Verdeutlichen, wie ich das meine, dass du selbst die wichtigste Person in deinem Leben bist, weil gerade wir Frauen sind so sehr dazu geneigt, erst mal an die anderen zu denken. Erst kommt mal die Familie, dann die Kinder, dann kommt noch mal die Familie, dann kommt der Haushalt. Dann soll da alles in Ordnung sein. Wenn dann noch Zeit ist, dann kommt man selbst vielleicht mal an die Reihe. Und das funktioniert nicht. Dann, wie sagt man so schön, läuft man irgendwann auf allen Vieren und das Universum holt einen von der Senkrechten in die Waagerechte.
Metaphorisch gesprochen, Beispiel. Stell dir einen Brunnen vor mit 3 Etagen. In der Mitte geht das Rohr und da fließt Wasser durch in die obere Schale. Die obere Schale symbolisiert dich. Man kann die obere Schale, sprich du, an die unteren Schale, die beiden unteren Schalen symbolisiert die Familie, das Umfeld im weitesten Sinne, dein Partner, deine Kinder, wer auch immer. Dann kannst du als oberste Schale an die anderen etwas abgeben. Wenn du überläufst, wenn die obere Schale überläuft, kann sie an die anderen etwas abgeben. Und so gesehen bist du der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und deshalb möchte ich dich jetzt dazu auch aufrufen, dich künftig ein bisschen besser auch um dich zu kümmern und dir all deine Liebe auch zu schenken, die in dir ist. Weil dann wirst du auch überfließen vor Liebe und kannst es weiterfließen lassen an andere Menschen, an dein Umfeld, an wen auch immer. Energie, alles ist eine Form von Energie. Energie will immer fließen. Wir haben nur, und deshalb sind wir so konditioniert, nochmal zum Verdeutlichen, in der Kinderstube, das habe ich gestern schon erwähnt, bei dem Thema Selbstanerkennung, gelächst nach Liebe, nach Lob und nach Anerkennung. Und in diesen 3 Punkten, da sind wir einfach nicht alle wirklich satt geworden, gerade auch im Hinblick auf Liebe. Und diese Liebe, die suchen wir dann oftmals im späteren Erwachsenen-Dasein beim Partner. Und dann treffen sich 2 Menschen und zunächst passt das auch alles ganz wunderbar und irgendwann merkt man, und das spielt sich alles auf einer unbewussten Ebene ab, dass ich bei dem Außen, bei dem Partner, die Liebe suche, die ich in meiner Kinderstube vermisst habe. Und dann merkt man unter Umständen irgendwann, ja, dessen Taschen sind leer, meine Taschen sind auch leer. Dann kommt es zu Diskussionen, zu Streitereien. Und letzten Endes stehen zwar 2 offensichtlich erwachsene Menschen sich gegenüber, aber wer streitet denn letzten Endes? Die beiden inneren Kinder, die auf der Suche nach Liebe sind. Und wenn du vielleicht auch in der Situation bist, dass es gerade viele Streitereien mit deinem Partner gibt oder dass du überhaupt auf der Suche bist nach dem idealen Partner in deinem Leben, der allererste Schritt ist, mit dir selbst ins Reine zu kommen, mit dir selbst Frieden zu schließen, mit dir selbst in die Liebe zu kommen und dann kann sich auch der Partner im Außen zeigen, der ist da, der kann sich dann im Außen auch zeigen und du kannst eine erfüllte, glückliche und freudvolle, lebendige Partnerschaft führen. Also der erste Schritt ist, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Und habe ich dir auch noch einen Satz mitgebracht, den du dir jetzt gerne auch notieren kannst, der das auch noch sehr, sehr fördert. Und zwar: Ich vergebe mir all das, was ich bisher über mich selbst oder auch über andere Menschen gesagt, getan oder gedacht habe, was nicht in der Liebe war. Also nochmal, ich vergebe mir selbst und anderen Menschen, was ich jemals gesagt und getan oder gedacht habe, was nicht in der Liebe war. Ja, sehr gut, Christine. Diese Erfahrungen habe ich gemacht, bis ich verstanden habe, ich habe meinen Vater gesucht. Genau, ganz genau. Da leben wir einfach oftmals oder suchen gerade beim Partner, so wie die Männer, meistens unterschwellig sich die Frauen an ihre Seite suchen, die ein Stück weit die Mutter repräsentiert. Da findet es immer Ähnlichkeiten, da findet man immer einen Faden, wenn man sich das anschaut. Und wir Frauen, wir sind dazu geneigt, uns die Männer an unsere Seite zu holen, die letzten Endes den Vater repräsentieren. Und auch da gibt es gerade bei uns Frauen, und das sind Dinge, die in der Pubertät entstehen, auch oftmals so ein Bruch. Das heißt, ein Vertrauensbruch, was wir als Vertrauensbruch empfinden oder irgendein Bruch
zwischen Tochter und Vater. Auf einer unbewussten Ebene geschieht das oftmals, weil so bis zur Pubertät Papa und Tochter kuscheln zusammen, umarmen sich, haben sich lieb, gar kein Thema. Und sobald die Tochter dann in die Pubertät kommt, führt das natürlich auch zu Unsicherheiten, oftmals bei dem Mann, bei dem Papa. Darf ich sie jetzt noch so in den Arm nehmen? Darf ich jetzt noch mit ihr kuscheln, weil sie dabei ist, eine Frau zu werden? Und dann gehen viele Männer, Väter unbewusst hin und ziehen sich zurück, weil sie unsicher einfach sind. Dürfen sie das jetzt, ist diese Nähe jetzt noch gut oder nicht? Und die Tochter ist in ihrer eigenen Ich-Findung und auf einer energetischen Ebene. Ja, führt das auch unter Umständen zu Prägungen, mit denen Mann bzw. Frau dann im späteren Erwachsenendasein einfach Herausforderungen hat, was in die Heilung gebracht werden kann und auch sollte und auch darf. Also wenn dich das hier anspricht, was ich jetzt gerade so noch von mir gegeben habe, dann schau mal hier hinein. Was ist da noch in dir? Vielleicht an Enttäuschungen, an Dingen, die zwischen dir und deinem Papa stehen, die noch angeschaut werden möchten, die in die Heilung gebracht werden möchten. Und dann kannst du das auch tun. Du kannst jetzt als erwachsene Frau jederzeit diese Dinge in die Heilung bringen. Und es ist auch vollkommen egal, ob dein Papa im jetzigen Körper hier noch lebt oder nicht. Du kannst das jederzeit machen, indem du in die Stille gehst, in die Meditation und auf dieser Ebene mit deinem Papa Kontakt aufnimmst. Ich mache das mit meinen Klienten gerne immer ein bisschen ausführlicher, wo wir so einen gemeinsamen energetischen Raum einfach auch betreten und das so ein bisschen in einem Ritual auf einer meditativen Ebene auch vorbereiten. Das ist immer ein bisschen ein längerer Prozess, aber du kannst das auch ganz mit dir alleine machen. Einfach in die Stille gehen und im Geiste Kontakt zu deinem Papa aufnehmen und ihm all das sagen, was dir bis heute auf der Kinderseele liegt. Ganz offen und ehrlich sein und dich dann auch der Bereitschaft öffnen, auf dieser lichtvollen Ebene all die väterlichen Energien bzw. die Liebe auch zu dir fließen zu lassen, die auf dieser Ebene zu dir fließen möchte. Ja, und diese einfach so empfangen. Genau. Christine schreibt, mein Sohn ist 12, er sagt jeden Tag, ich liebe dich. Wie schön, sag ihm das auch. Schau ihm in die Augen und sag ihm auch, was für ein toller Junge, was für ein toller junger Mensch er ist. In die Augen zu schauen ist auch sowas enorm Wichtiges, wo ich mich auch immer wieder an die Hand nehmen muss, bewusst auch meiner Familie, meinen Kindern, meinem Mann in die Augen zu schauen, aber auch anderen Menschen in die Augen zu schauen. Die Augen, das ist der Spiegel unserer Seele. Und darin üben wir uns viel zu wenig, dass wir bewusst das Gegenüber anschauen und in die Augen schauen. Und so kannst du auch deinem Partner, deinen Kindern, deinem Umfeld, auch über die Augen, über den Augenblick sagen, wie schön es ist, dass es dich gibt, das Gegenüber und du dich selbst. Weil alles letzten Endes, was du deinem Gegenüber sagst, sagst du auch dir selbst gegenüber. Also es ist immer alles ein Geben und Nehmen. Genau, bei der Selbstliebe waren wir noch. Und jetzt mit dem Vaterthema ein bisschen, ja, abgeschwiffen, muss man meinen Hut hier, meine Krone wieder richten. Liebe Bettina, schön, dass auch du dabei bist. Sind einige Zuschauer dabei? Ja, aber ich sehe nur ganz wenige hier im Chat, nur die Christine und die Bettina. Schreibt gerne auch was in den Chat rein, dann kann ich euch alle hier sehen und auch persönlich begrüßen, einen guten Morgen wünschen. Ich habe dir noch eine Anleitung oder eine Anregung mitgebracht, was du tun kannst, um künftig noch mehr mit dir in die Selbstliebe zu kommen. Und zwar, wenn du ab morgen früh ins Badezimmer gehst, dann schau dich bitte mal ganz bewusst im Spiegel an. Die Männer, die sind uns da ein bisschen voraus, die schauen sich im Spiegel an und sagen, ja, passt schon,
Und wir Frauen, wir schauen uns zwar an, aber am liebsten oft erst dann, wenn wir uns ja aufgehübscht haben, sei es mit Schminke oder so. Aber wir schauen uns auch dann oftmals nicht wirklich in die Augen. Ich lade dich dazu ein, ab sofort dir mal im Spiegel auch bewusst in die Augen zu schauen, dir einen liebevollen guten Morgen zu wünschen und dir mal so zwei, drei Dinge auszusuchen an dir, und zwar jeden und jeden Tag auf ein neues, die du gerade schön an dir findest. Wir sind so dazu geneigt, uns im Spiegel, wenn wir uns denn anschauen, die Dinge zu sehen, die wir gerade nicht prickelnd finden. Sei es, dass irgendwo nochmal eine Falte hingekommen ist oder dass man das Gefühl hat, man ist so blass oder keine Ahnung was. Such dir bitte mal die Dinge aus, die du schön an dir findest. Richte auf die Art und Weise mal einen anderen Blick auf dich. Bei allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und so, wenn du dir selbst mehr und mehr Aufmerksamkeit schenkst, bekommst du Energie und kannst du wachsen. Und dann sind wir wieder beim Brunnen, dann wird deine obere Schale immer mehr gefüllt und du kannst das sein, was du in der Tiefe deines Herzens auch sein möchtest, ein Energiespender für deine Familie, dein Partner, deine Kinder, dein Umfeld. Und noch eine Hardcore-Variante. Jetzt Achtung, das ist wirklich die Hardcore-Variante. Wenn du an Prägungen, an Gedanken, an Glaubensmuster noch herankommen möchtest, was es in dir über dich selbst denkt, dann habe ich noch eine Übung für dich. Denn ich möchte dich auch dazu animieren, mal ab sofort auch mehr zu beobachten, was du selbst über dich denkst und wie oft du tagsüber Selbstgespräche führst auf eine Art und Weise, wie du mit deiner besten Freundin, mit deinem besten Freund nie sprechen würdest. Beobachte dich mal. Und das fängt auch bei so kleinen Dingen an, dass man sich insgeheim, wenn ein Missgeschick passiert, dass man sagt, Mensch, bin ich dumm. Also man sagt das einfach so dahin. Und du hast da deine eigene Wortwahl. Beobachte dich bitte mal und wandle das dann eben auch um in förderliche Sätze, die dir Energie schenken und die dir nicht Energie rauben und die dich nicht be- bzw. verurteilen, sondern die dich aufrechter stehen lassen, mit geradem Rücken, mit aufrechter Körperhaltung. Und das strahlst du letzten Endes ja auch aus. Also, ein ganz wichtiger Aspekt, mal deine Gedanken beobachten, deine Zwiegespräche mal beobachten, wie sehr du dich selbst be- oder verurteilst. Und wandel das dann bitte um. Beginne bitte, anders tagsüber die Zwiegespräche mit dir zu führen und über dich zu denken. Mach dir bitte bewusst, du bist die einzige Person, die von A, vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug mit dir zusammen ist. Und sei dir deshalb bitte, bitte mal die allerbeste Freundin und gönn dir auch das Allerbeste. Und jetzt kommt diese Hardcore-Variante, wenn du wirklich mal mit dir selbst ins Brainstorming gehen möchtest und herausfinden möchtest, und das ist erschreckend, was es alles in dir über dich denkt, dann stell dich einfach mal nackt vor einen großen Spiegel im Schlafzimmer oder wo immer du in deiner Wohnung einen großen Spiegel hast und schau dich mal an und beobachte dann mal deine Gedanken. Nimm ein Blatt Papier und schreib das alles mal auf. Dazu darfst du natürlich sehr, sehr ehrlich dir selbst gegenüber sein. Und dann wandelst du diesen ganzen Kram mal um und machst das zu deinem neuen Glaubenssystem. Und damit entwickelst du auch deine Einzigartigkeit, deine einzigartige Ausstrahlung, dein Charisma, das ans Tageslicht möchte, das gelebt werden möchte. Und dann gilt es natürlich, dieses neue Glaubenssystem immer und immer wieder hier in dein Gehirn reinzupflanzen. Immer und immer wieder zu sagen, arbeite dann auch mit dem Zettel. Lies ihn morgens, mittags und abends durch, damit es hier ins Gehirn reinkommt, weil all die prägenden und nicht förderlichen Gedanken, die du denkst über dich selbst, die hast du auch tausende von Male gehört in deiner Kinderstube und vom Umfeld und, bis sie zu deinem Glaubenssystem geworden sind.
Und deshalb gilt es hier auch in der Richtung regelmäßig da am Ball zu bleiben und sich immer und immer und immer wieder selbst zu sagen, dass sich im Gehirn andere synaptische Verbindungen einfach aufbauen können. Okay? Gut. Was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Selbstgespräch, selbst die beste Freundin sein. Achte auf deine Bedürfnisse. Frag dich auch immer mal wieder, Körper, was brauchst du? Seele, was brauchst du? Herz, was brauchst du? Lausch in dich hinein und mach das dann. Gerade wenn wir tagsüber ja so viele Dinge zu erledigen haben und glauben, wir können uns keine Pause gönnen. Ich bin damit diejenige, die an erster Stelle ist, wo ich denke, ja, jetzt mach noch das und das und das und das und das. Ich muss mich da selbst auch immer wieder an der Hand nehmen, zu sagen, nein, Körper, was brauchst du? Seele, Herz, was brauchst du? Du brauchst jetzt eine Auszeit, okay, die gebe ich dir jetzt. Und wenn das nur 5 Minuten sind und du dir einen leckeren Tee kochst und dich 5 Minuten mal hinhockst oder wenn du dich nur mal ans Fenster stellst und rausschaust in die Natur und einfach mal durchatmest oder dir natürlich bestenfalls jeden Tag 10, 15 Minuten Zeit mit dir selbst schenkst, einen Spaziergang machst oder also an der frischen Luft ist immer mit das Beste, raus in die Natur gehst, dich mit der Natur verbindest und wenigstens dich auf den Sessel hockst, auf den Stuhl hockst und einfach nur mal da bist, dir erlaubst, einfach nur mal da zu sein und die Aufmerksamkeit auf deinen Atemstrom zu richten. Also frag dich immer mal wieder, was brauchst du? Körper, was brauchst du? Seele, was brauchst du? Herz, was brauchst du? Und du wirst Antworten bekommen. Ein Impuls, eine Idee, ein Gedanke und folge dem dann eben auch. Okay? Und dann auch noch die Einladung dazu, tagsüber möglichst viel im Hier und im Jetzt zu sein. Beobachte auch da mal hingehend deine Gedanken, wie sehr du in der Vergangenheit schwelgst, also nicht im Hier und im Jetzt präsent bist, oder wie sehr du in der Zukunft schwelgst und dich mit ungelegten Eiern, um es mal so auszudrücken, beschäftigst. Die einzige Realität ist das Hier und das Jetzt. Dann wirst du dir selbst immer bewusster, immer mehr und mehr bewusster. Deine Einzigartigkeit, die darf sich dann mehr und mehr entfalten. Und du kommst auch raus aus dieser Geliebtwerden-Falle, weil du weniger am Funktionieren bist, sondern weil du einfach präsent im Hier und im Jetzt im Augenblick bist. Hol dich da immer wieder zurück. Du tust ja keinen Gefallen damit, wenn du am Arbeitsplatz hockst und mit den Gedanken im Gestern schwelgst oder im Morgen. Du darfst dich mit dem Gestern beschäftigen, wenn du das Gefühl hast, da gibt es Dinge, die angeschaut werden möchten und in die Heilung gebracht werden möchten, dann tu das natürlich. Aber nimm dir auch dafür dann bitte bewusst Zeit. Und wenn du dich mit Zukunftsängsten beschäftigst, mach dir mal bitte bewusst, wie oft du dich schon Kopfkino, Gedankenkabarett in irgendwelchen, ja, Crash-Situationen gesehen hast und was ist davon eingetreten? Meist das Wenigste, wenn überhaupt davon was eingetreten ist. Also das sind wirklich alles, wie ich eben so schön gesagt habe, ungelegte Eier, wo wir in der Zukunft schwelgen mit Existenzängsten. Was ist, wenn? Was ist, wenn? Im Hier und im Jetzt findet das Leben statt. Jetzt, das ist die einzige Realität. Also das ist auch etwas, was ich dir ganz arg ans Herz legen möchte, dich mehr darin zu üben, im Hier und im Jetzt zu sein. Genau. Und dann bitte auch mal die Dinge genießen, die du schon hast, dich selbst genießen. Du selbst bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Schenk dir mal eine Umarmung, auch gerne morgens vorm Badezimmerspiegel, eine Umarmung. Oder auch jetzt dir einfach gerne mal eine Umarmung schenken. Schließ die Augen dabei, schenk dir mal selbst all deine Liebe und Fürsorge, was in dir ist, was du auch in der Kinderstube vermisst hast. Du darfst es dir jetzt selbst schenken als erwachsene Frau, natürlich als auch erwachsener Mann. Also die Männer dürfen hier sich genauso angesprochen fühlen. Also, was spricht dagegen, dir immer mal wieder selbst eine liebevolle Umarmung zu schenken, die Wärme zu spüren, die sich da ausbreiten darf, um die Augen zu schließen.
Und dann heute am Valentinstag noch ein besonderer Aufruf. Hab doch mal ein Date mit dir selbst. Vielleicht regelmäßig, einmal die Woche oder wenigstens einmal im Monat, wo du etwas machst, nur du alleine. Nicht mit dem Partner, nicht mit der Freundin, sondern nur du alleine. Und sei es, dass du dir im Terminkalender notierst, heute bzw. nächste Woche Dienstag oder am Samstag oder am Sonntag, keine Ahnung, wann es bei dir passt, nur es ist wichtig, dass du dir diesen Termin auch festsetzt, sonst verläuft es wieder im Sande und du machst es doch nicht, dass du dir nur sagst, okay, nächste Woche Dienstag, Nachmittag, nehme ich mir eine Stunde Zeit nur für mich und gehe raus in den Wald spazieren und bin nur ganz mit mir alleine. Beschäftige mich nur mit mir. Oder gönn dir einen Saunagang oder geh ins Schwimmbad oder geh einfach mal alleine shoppen, lass es dir gut gehen. Oder gönn dir einfach mal einen leckeren Kaffee irgendwo um die Ecke in einem Café, wo du schon lange nicht mehr warst. Lass es dir einfach gut gehen. Genieße mal dich selbst und dein Leben auch. Oder schenk dir auch selbst mal Blumen. Was spricht dagegen, dir selbst einen Blumenstrauß heute zu kaufen? Warum sich davon abhängig machen, dass heute jemand anderes kommt und dir einen Blumenstrauß schenkt zum Valentinstag? Schenk ihn dir selbst. Was spricht dagegen? Mach dir selbst eine Freude, frag dich auch immer und immer wieder, nicht nur heute, immer, was würde mir jetzt Freude schenken, was würde mir jetzt Freude machen, was würde mir jetzt Energie schenken? Und dann bekommst du Antworten hier aus deinem Inneren. Mach das. Oder leg dich einfach mal in die Badewanne, auch das ist ein Date mit dir selbst, dass du dir notierst, hey, Samstagmittag von 15 bis 17 Uhr, Leute, hier bin ich außen vor, bin ich im Badezimmer. Und dann machst du dir ein paar Kerzen an, machst es dir gemütlich, holst dein Smartphone mit, legst deine Lieblingsmusik auf und verwöhnst dich einfach mal, lässt es dir gut gehen oder geh zur Maniküre, zur Fußpflege. Egal was, integriere solche Dinge bitte in dein Leben, damit du es dir gut gehen lassen kannst, damit du merkst, du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Und bitte noch ein Satz, für mich nur das Allerbeste, gönn dir nur das Allerbeste, sei es dir wert. Und sei es dir auch wert und mach dir bewusst, dass dein Körper der Tempel ist, in dem deine Seele wohnt. Und schau mal, was für ein wunderbarer Körper wir haben. Alle Zellen, alle Organe wissen zu jeder Zeit ganz genau, was sie zu tun haben. Und vielleicht magst du da auch mal ein bisschen achtsamer sein. Auch da darf ich mich selbst immer wieder an der Hand nehmen. Und zu schauen, was du hier reinsteckst, was du in den Mund steckst, was vielleicht nicht so förderlich für deinen Körper ist, was dir eher Energie raubt, statt Energie schenkt und was weniger zuträglich einfach ist. Deshalb sorge gut für deinen Körper auch. Und ernähre dich gut, achte auf eine gute Qualität, sei dir das wert. Denn wenn wir nicht sorgsam mit unserem Körper umgehen, im Hinblick auf unsere Zellen, auf Hinblick auf unsere Organe, es rächt sich irgendwann. Und wenn wir denken, ich bin es mir jetzt nicht wert, dies oder jenes an Lebensmitteln, an wirklichen Lebensmitteln, im Sinne von Mittel zum Leben zu gönnen, dann werden wir irgendwann zwangsläufig in unsere Krankheit investieren müssen. Und das ist der schwierigere Weg. Deshalb sorge auch gut für dich im Hinblick auf deine Ernährung. Ja, mal auf meine Notizen schauen. Genau, ich habe gestern Abend noch ganz spät einige Notizen gemacht, damit ich hier nichts vergesse, heute dir zum Valentinstag mit auf den Weg zu geben. Ein ganz spontaner Gedanke habe ich jetzt noch. Das machen wir jetzt noch. Wenn du die Abkürzung suchst, wenn du jetzt das Gefühl hast, schau dir das Video gerne auch nochmal an. Es steht ja als Aufzeichnung zur Verfügung. Wenn du das Gefühl hast, da gibt es so ein paar Dinge, die in mir auf Resonanz stoßen. Und im Hinblick auf Selbstliebe, im Hinblick auf deinen Seelenplan, dass du das Gefühl hast, du bist da so ein bisschen orientierungslos. Du würdest gerne noch viel rascher zu dir selbst den Weg finden, deinen Seelenplan entdecken, entwickeln, dem Ruf deiner Seele folgen und du lebst noch viel zu sehr das Leben anderer. Heute zum Valentinstag,
Ich lade dich ein, schau mal in meinem Online-Terminkalender, ob da noch Termine frei sind. Keine Ahnung, ich muss da jetzt selbst auch mal gucken. Die Idee kommt mir jetzt ganz spontan und buche da eine kostenfreie Durchbruchssession bei mir persönlich. Wir beide im vertraulichen Gespräch werden in 30 Minuten Klarheit schaffen, was noch so deine Verhinderer sind, warum du noch zu sehr das Leben anderer lebst, warum dir noch der Mut fehlt, in deine eigene wahre Kraft, Stärke und Energie zu kommen. Also das ist mein Valentinstagsgeschenk, das ist mein Blumengruß an dich. Schau mal im Kalender, ich schreibe dir den Link hier mit ins Kommentarfeld rein oder ganz oben, wo auch du auch immer die Links zu den einzelnen Beiträgen findest. Und dann buch dir eine Durchbruchssession bei mir und dann sprechen wir zwei unter vier Augen ganz persönlich und lösen noch die Themen, die dich jetzt noch hindern. Okay, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Wir lassen es uns heute auch gut gehen. Für mich und meinen Mann ist heute Sauna, Therme, Massage und einfach Aufwärmen angesagt den ganzen Tag. Und heute Abend gibt es natürlich noch ein leckeres Essen. Und jetzt freue ich mich erst noch auf ein Coaching mit meinen Coaches. Und dann geht's ab in die Therme zum Wohlfühltag, zum Auszeittag, den wir uns regelmäßig gönnen. Und wir sehen uns morgen früh nochmal um 8. Hab einen wunderbaren Tag. Glaube an dich selbst und sei dir selbst bewusst, was für eine wunderbare Persönlichkeit du bist. Und buch dir einen Termin bei mir. Wir sehen uns in der Durchbruchssession. Bis dahin, ganz liebe Umarmung. Ciao, ciao.